Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 275. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei das Arbeitstier Dennis. Ja, servus, hallo. Und Meister Jodi aka Basti. Meister was? Meister Yoda. Wegen deinem grandiosen Satzbau gerade eben auf WhatsApp. Der Satzbau, weil ich habe mich schon gewundert, warum du das geschrieben hast. Der Satzbau war doch normal. Gute erstmal an alle anderen. Aber ich habe deinen Satz doch vervollständigt. Ich habe geschrieben, ich brauche noch 5. Ja. Ich habe so, aber warum? Und dann habe ich geschrieben, ich gerade erst die Tür rein bin. Ja. Ist doch richtig. Ja, ist trotzdem mehr so Yoda-Style. Erkläre ich dir in einer ruhigen Minute. Jetzt reden wir hier über Fußball. Genauer gesagt über das, was die Eintracht da auf dem Platz spielt. Sehr gut. Wir haben ja die Woche schon ein Video rausgehauen, liebe Hörer und vor allen Dingen auch Hörerinnen und vor allen Dingen Zuschauer und Zuschauerinnen. Also wer das noch nicht gesehen hat, wir reden da so ein bisschen über den Herrn Rebic, den wir auch gleich nochmal hier etwas ausführlicher besprechen werden, aber auch über Wolfsburg. Von daher halten wir das Thema jetzt ein bisschen kürzer, weil wir da schon ganz viel dazu gesagt haben. Ja, ist wieder so ein Spiel, wo das Aluminium ganz viel verhindert, wir in der Offensive irgendwie ganz viel zeigen, aber unterm Strich die Lorbeeren von den anderen eingefahren werden, ist so ein bisschen deprimierend, oder? Ist bitter. Ist wirklich wieder bitter gewesen. Also du sprichst ja schon an, die Chancen waren wieder da, die Chancen waren auch teilweise wirklich richtig gut. Klar, war leider wieder das Quäntchen Glück hat gefehlt, vielleicht auch, viele kritisieren ja mittlerweile, es ist, man kann es nicht immer nur aufs Glück schieben, es ist auch Unvermögen dabei, bestimmt auch, aber es ist sehr schade. Also gerade wenn du so Spiele siehst, in denen so viel mehr drin gewesen wäre und du dann sogar noch verlierst, also es ist schon echt nervig. Auch mit dem ersten Spiel, wenn wir das noch aus der laufenden Saison mit in den Bezug nehmen, da ist das natürlich schon ärgerlich, dass wir einfach dieses dämliche Ding nicht reinbekommen. Ja, also der Dennis spricht es ja an. Also ganz ehrlich, ich sehe es trotzdem so, egal bei aller Kritik, die ich auch schon vernommen habe von manchen, die Eintracht muss normalerweise die beiden Spiele gewinnen und gewinnt sie normalerweise auch. Ja. Dann hast du 6 Punkte und dann will ich nicht wissen, was hier für eine Euphorie ist mit den Boateng und Rebic-Transfer noch dazu. Dann würden die Ersten wahrscheinlich schon Richtung Champions League schauen. Das ist aber genau da, eigentlich kann man ja sagen, solange man gut spielt, gibt es noch kein Problem und irgendwann gehen die Bälle rein, bla bla bla. Das Problem ist, ich habe ein bisschen Angst davor, dass das so eine kleine Eigendynamik annimmt und die Eintracht irgendwann im Laufe der Hinrunde jetzt vergisst, dass sie eigentlich so gut war, weil die Ergebnisse nicht kommen. Du stehst jetzt plötzlich in Gladbach, stehst du schon unter Druck eigentlich, ja. Was keine guten Vorzeichen sind, weil in Gladbach musst du ja nicht gewinnen. Also Gladbach ist ja eigentlich eine Mannschaft, die man ein bisschen über uns einschätzen würde, wo du mit einem Punkt manchmal schon zufrieden wärst und ein Sieg wäre dann auch so eine kleine Überraschung. Aber wenn man da 1-0 verliert, dann kann man nicht davon sprechen, dass irgendwie hier irgendwas schief liegt, sondern das wäre im Anführungszeichen normal. Ja. Und wenn du mit 6 Punkten dahin fährst, dann wäre das was anderes. Dann fährst du nach Gladbach, bist befreit und kannst mal gucken, was da geht. Jetzt fährst du dahin und denkst, wir müssen eigentlich schon punkten, ja, du musst weil du halt die Dinger nicht reingehauen hast. Und ich habe echt Angst davor, weil genauso wie ich es gesagt habe, dass ich so ein guter Saisonstart verselbstständigen kann und du dann in deine eigene Stärke glaubst, kann das genauso gut andersrum ausgehen. Davor habe ich echt gerade ein bisschen Angst, die noch so ein bisschen unterdrückt wird vom Rebic-Transfer. Das ist auch gerade so die Geschichte, wo ich so ein bisschen am Struggeln bin. Auf der einen Seite denke ich mal da auch, naja, es ist der 2. Spieltag, aber auf der anderen Seite, das hatten Dennis und ich gerade eben in der Pre-Show, als wir auf dich gewartet haben, schon so kurz mal angesprochen, wenn du dir halt das Programm anguckst, da können wir gleich nochmal detailliert drauf gucken, dann sieht es halt auch irgendwie nicht so charmant aus, gerade eben mit Blick auf die ersten beiden Spiele, wo halt wirklich was drin gewesen wäre und dann jetzt einfach der Druck konsequent jedes Mal wieder steigen wird. Da hast du dann noch mit Augsburg, hast du ja schon gesagt, machbaren Gegner, der Rest ist dann schon nach 6 Spieltagen kann das ziemlich bitter aussehen und das muss aus den Köpfen raus, sondern wir müssen jetzt einfach gucken an diese Stärke, an dieses wirklich dominante Auftreten. Haben uns tolle Chancen erspielt und die Mannschaft scheint ja jetzt auch zu dem Zeitpunkt schon ganz gut zu funktionieren. Auch die Offensive, es passt ja auch vieles. Daran musst du dich halten, darfst du auf keinen Fall in diesen Strudel rein, Basti. Es ist sehr gut, dass du es auch nochmal sagst. Es ist unbedingt sofort wieder nach vorne schauen, Mund abputzen und einfach das Positive aus den Spielen ziehen und das sind definitiv die vielen Torchancen gewesen. Ja, einfach weitermachen. Also das ist ja genau das. Du darfst gar nicht anfangen nachzudenken. Deswegen habe ich die Stimmen auch nicht verstanden, die gesagt haben, ja, das ist auch Unvermögen. Ganz ehrlich, die Mannschaft
hat echt einen großen Umbruch schon wieder im Sommer hinter sich. Ja. Wir haben Leistungsträger verloren, wo wir echt Bauchschmerzen hatten. Es sind eine Menge neue Leute dazugekommen. Die du alle nicht unbedingt einschätzen kannst, weil die Eintracht nur Spieler verpflichten kann, die auch noch kleine Fragezeichen über sich tragen, weil ansonsten würden die nicht zur Eintracht gehen. Und dafür hat das überragend funktioniert. Die Eintracht ist in Freiburg aufgetreten und war klar besser. Also hat wirklich die eindeutigeren Chancen gehabt, ja. Und hätte auch da in Führung gehen müssen zweimal. Also einmal an die Latte und einmal der Kopfball von Fallett. Und das hat sich gegen Wolfsburg in der Anfangsphase wieder gezeigt. Mhm. Also ganz ehrlich, wenn die Eintracht, die haben losgelegt wie die Feuerwehr, ich habe gedacht, geil, was geht denn jetzt ab? Und du, ich sag euch, wenn der Ball von Allaire reingeht und dieses Gegentor dann, wenn die Eintracht das 1-0 macht, dann hauen die 4-5-0 aus dem Stadion, ja. Weil Wolfsburg ja, war grottenschlecht. Schlecht. Ja. Du, und ja, gut, klar hat man in der zweiten Halbzeit gegen Wolfsburg hast du ein bisschen die Verunsicherung natürlich gesehen und auch in der Offensive eine gewisse Ideenlosigkeit, weil Wolfsburg natürlich auch eine Mannschaft ist, darf man nicht vergessen, auch wenn die eine schlechte Saison gespielt haben, da stehen trotzdem noch gute und erfahrene Spieler auf dem Platz, die dann so eine Situation auch einigermaßen aussetzen können. Wenn du auswärts 1-0 führst, ist es angenehm, da kannst du dich auf Konter verlassen, kannst auf Konter konzentrieren und hast so eine latente Gefahr, die du ausstrahlst, was der Heimmannschaft dann so ein bisschen Unsicherheit irgendwann in die Beine spielt. Aber alles in allem weigere ich mich davon zu sprechen, dass die Eintracht scheiße gespielt hat, weil die Eintracht besser gespielt hat, als ich es mir zu dem Zeitpunkt hätte träumen lassen. Das Paradoxe ist, dass wir nur einen Punkt haben. Und das ist das, was mich so ein bisschen fertig macht. Ja. Diese Mischung aus, wir haben es in der Saisonvorschau, haben wir es ja auch gesagt, dass wir durch dieses Pokalfinale natürlich auch, aber vielleicht auch durch die ein oder andere Verpflichtung, da war Boateng und Rebic waren da noch nicht da, dass wir Bock auf die Saison hatten, dass die ganze Stadt Bock auf die Saison hat, obwohl keiner es einschätzen konnte. Du hast diese merkwürdige Euphorie hier gespürt und was möglich ist. Der Hellmann hat das auch irgendwie mit Zahlen unterlegt. Und das hat jetzt trotzdem nicht gezündet. Und das ist so dieser Zwiespalt, in dem ich bin. Ich habe einerseits echt die Angst, dass das, wie ich es gesagt habe, sich das die nächsten 3-4 Spiele verselbstständigt und die Eintracht dann tatsächlich erstmal da unten drin hängt. Und dann das noch aufzuholen, das ist schwer, weil du. Ja, gucken wir doch mal, also auf die nächsten Spiele, bevor wir uns gleich ein paar Sachen im Detail widmen. Wir haben jetzt die beiden Spiele hinter uns. Wir haben den einen Punkt aus Freiburg, wir haben keinen Punkt aus Wolfsburg. Dann kommt jetzt am Samstag Gladbach, in Gladbach. Das ist eigentlich so ein Ding, wo du sagst, naja, das, wenn du Glück hast, aber realistisch nimmst du da keinen Punkt mit. Dann hast du die Woche drauf, zu Hause Augsburg. Das ist eigentlich so ein Ding, Augsburg ist für mich, so leid es mir tut, einer der Kandidaten, die ich da unten drin sehe. Das sind 3 Punkte, die musst du sicher mitnehmen. Naja, aber das ist genau das, hör mal zu. Wenn du gegen Gladbach verlierst und dann nur einen Punkt hast, dann ist das noch ein viel ekelhafteres Spiel eigentlich als gegen Wolfsburg. Warte mal, es kommt ja noch viel, viel besser. Dann hast du unter der Woche, mittwochs 18:30 das Spiel in Köln. Und dann hast du Samstag drauf 15:30 das Spiel in Leipzig. Das heißt, du bist auch irgendwie die Woche viel unterwegs. Du hast keine wirklichen Trainings. Und wenn du Pech hast, gehst du nach 6 Spielen mit gerade mal irgendwie 4 Punkten raus. Und dann wird es halt schon so ein bisschen komisch in der Tabelle. Das ist es. Und deswegen. Also das Einzige, wo ich noch so ein bisschen drauf hoffe, ist halt Köln, weil die haben die Woche vorher, wir haben gerade eben mal geguckt, die haben ja unter der Woche am 12. das Spiel in London, haben dann irgendwie Dortmund und Augsburg, hatten wir noch gesagt. Also die kommen quasi aus Augsburg, fahren nach London, müssen dann nach Dortmund am Sonntag und spielen dann mittwochs gegen uns zu Hause. Also da habe ich noch so ein bisschen die Hoffnung, dass die dann vielleicht einfach auch so aus ihrem Rhythmus ein bisschen raus sind. Aber ansonsten, ich rechne halt auch gegen Köln maximal mit einem Punkt. Bist du im besten Fall irgendwie mit 5 Punkten nach 6 Spielen, das ist halt echt wenig. Das Problem ist, Köln hat ja noch keinen Rhythmus und das, was jetzt passieren kann, dass sie den dadurch, was du gerade gesagt hast, vielleicht kriegen. Also ja, aber dann halt die Euphorie. Überleg mal, wie das da ist irgendwie. Du fährst irgendwie ja, nach... Ja, aber das ist ja... Also du hast ja, wenn wir darüber reden, dass wir eine Mannschaft irgendwie übervorteilen können, weil die europäisch spielt, das würde wahrscheinlich erst im späten Herbst beziehungsweise vielleicht dann sogar erst nächstes Jahr der Fall sein. Aber jetzt kann Köln ja von der Kondition locker dieses Pensum abliefern, ganz am Anfang noch. Und du bist ja noch ein euphorisiert, du spielst gegen Arsenal. Ich sehe das eher als Problem, ehrlich gesagt, als Vorteil. Ich sehe das als Problem, weil die Mannschaft dann viel mehr Möglichkeiten hat, sich einzuspielen und zu finden, weil die ja auch eine wichtige Stütze mit Modest verloren haben. Und da hakt es vielleicht noch ein bisschen.
wenn die sich finden, dann ist es nämlich genau das, was du sagst, dann kann die Eintracht da maximal einen Punkt holen. Aber die stehen auch gut unter Druck, die Kölner. Also wenn du überlegst, die haben jetzt aus den ersten zwei Spielen überhaupt keinen Punkt geholt. Das ist natürlich dann auch... Aber die leben halt wirklich, also zumindest wenn ich so meiner Twitter-Timeline irgendwie folgen kann, leben die halt momentan wirklich zu 200% einfach von dieser Europa-Euphorie. Ja, also bei denen könnten sie jetzt das Stadion abreißen und da wäre keiner sauer auf die, weil, ja... Von daher, also das trägt bei denen dann noch irgendwie drüber und ja, die Gefahr kann natürlich das sein, dass die jetzt, wenn die ganze Woche da irgendwie aufeinander hängen und so weiter, da jetzt so ein bisschen diesen Rhythmus halt einfach finden und da gnadenlos alles irgendwie auseinandernehmen und dann kommen wir da halt auch unter die Räder. Ich weiß, also ich habe mir auch da viel Gedanken drüber gemacht und was mir eigentlich jetzt geblieben ist, mir zu sagen, ist, die Eintracht muss eigentlich in Gladbach gewinnen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das auch gar nicht so unwahrscheinlich ist. Weil wenn ich jetzt mal die Ergebnisse rausrechne, die Eintracht hat in Freiburg gut gespielt, die hat gegen Wolfsburg dominant angefangen und Gladbach hat sich in den ersten zwei Spielen auch jetzt nicht hervorgetan als unbedingt unfassbar spielstarke Mannschaft, was ich auch unter dem Trainer gar nicht erwarten würde. Nee, das spielstark heißt, nicht, das stimmt. Das heißt, die Mannschaft, die da ins Halbfinale ins Finale eingezogen ist im Pokal in Gladbach, von Eintracht, die ist auch besser geworden. Und die Gladbacher Mannschaft meiner Meinung nach nicht. Das heißt, wenn ich jetzt die Ergebnisse komplett ignoriere, treffen da zwei Mannschaften aufeinander, wo es 50-50 ist. Und ich hoffe einfach, dass wir das Pech, was wir jetzt hatten, einfach dort als Glück haben, dass vielleicht Gladbach dann in die Latte schießt und wir im Gegenzug ein Tor schießen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Eintracht ist momentan, glaube ich, eine Zeitbombe, ehrlich gesagt, in beide Richtungen. Wenn die Eintracht in Gladbach irgendwie einzeln in Führung geht und dann gegen Hacking-Fußball kontern kann, dann kann, ich will jetzt nicht übertreiben, aber dann kann die Eintracht theoretisch auch 3-0 in Gladbach gewinnen und dann kommen wir dann mit ganz anderer Brust gegen Augsburg auf den Platz und dann haust du die auch noch weg, zack, haben wir 7 Punkte und dann ist nämlich das, wovor wir Angst haben, ist eigentlich wieder gerettet, weil dann kannst du diese zwei Spiele, die er angesprochen hat, in Köln und in Leipzig ganz locker angehen. Dann gewinnst du vielleicht in Köln oder einen Punkt, verlierst in Leipzig und dann hast du wenigstens diese zwei Auswärtsspiele hinter dir und kannst gucken, dass du einigermaßen eine stabile Hinrunde spielst und vielleicht, was auch passieren kann, was ich mir jetzt einrede als Hoffnung, vielleicht ist dieses Jahr bei Eintracht ja auch mal umgekehrt, dass die Hinrunde so ein bisschen blöd ist und wir dann im Winter dafür uns konzentrieren und im Winter haben wir theoretisch gesehen, haben wir ja schon die eine oder andere Neuverpflichtung in Anführungszeichen. Einige Rückkehrer, ja. Genau, mit Mascarelle und Meier. Vielleicht kann uns das einen Schub geben, dass wenn andere Mannschaften in der Rückrunde federn lassen, wir dann das Feld von hinten aufrollen und dann anders als letztes Jahr quasi eine umgekehrte Saison spielen und vielleicht wieder auf Platz 10 landen, dann ist doch alles in Ordnung. Ich bin immer noch frohen Mutes, weil ich finde diese Mannschaft richtig geil. Ja. Auf jeden Fall. Wollen wir jetzt weiter über Gladbach reden, weil wir da schon dabei sind und dann machen wir die beiden Transfergeschichten danach? Ja. Jo. Wie viel habt ihr denn von den Gladbach-Spielen bislang schon gesehen? Weil ich mache mir eigentlich um unsere Offensive wenig Gedanken. Was für mich so ein bisschen ein Thema ist, ist, dass unsere Defensive noch so ein bisschen am sich zurechtfinden ist. Aber doch auch schon ganz ordentlich gespielt hat für die ersten zwei Spiele. Ich muss wirklich sagen, wenn du guckst, wir haben jetzt, was haben wir gefangen? Ein einziges Tor in den Spielen. Klar, die Mannschaft haben uns jetzt auch nicht sonderlich gefordert. Klar, logisch, bin ich voll dabei. Aber es ist natürlich schon was, musst ja auch sagen, Fallett sehr kurzfristig noch dazugekommen. Hat sich eigentlich jetzt auch schon ganz ordentlich integriert. Ich denke, wenn der jetzt noch ein paar, wir hatten jetzt noch ein paar Trainingseinheiten, die nächsten Spiele dann auch noch. Also ich denke, gegen Gladbach, wenn wir hinten auch jetzt nicht komplett untergehen, vorne treffen wir mal wieder was. Also ich bin da eigentlich optimistisch. Also Gladbach hat jetzt auch nicht überragend gespielt, auch gerade gegen Augsburg, was wir ja vorhin angesprochen haben, die auch jetzt nicht der Angstgegner sein dürfen, auch nur 2-2 gespielt. Also ich denke, da ist schon was drin. Ja, ich sehe das ähnlich. Ich glaube, ich will bei der Eintracht gerade echt noch gar nichts kritisieren, weil für diese Frühphase der Saison und wie der Dennis gesagt hat, Fallett war 3 Tage hier und er hat es in Freiburg einigermaßen gut gemacht. Du hast das, was mich halt gestört war, dieses Gegentor gegen Wolfsburg, das war halt amateurhaft gemacht. Nach dem eigenen Eckball darf sowas nicht passieren. Und da muss er einfach, ich glaube, Abraham war das, er muss einfach den Weg von dem Torschützen mitgehen, dann passiert auch nichts. Also das Tor, wie das fällt, stand ja schon in der Zeitung am Vortag. Das ist ein typisches Kontertor. Da musst du einfach den Weg mitgehen, dann kann er den Typ nicht anspielen und dann passiert nichts. Aber gut,
ich weigere mich auch da irgendwie Rückschlüsse zu ziehen, ob wir offensiv, defensiv irgendwie irgendwas nicht stimmt, sondern die Eintracht, ich war sehr zufrieden mit beiden Leistungen, ehrlich gesagt. Wenn das in Gladbach genauso auf den Platz kommt, ist es nämlich genau das, was der Dennis sagt. Gladbach hat auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt und die haben gegen Köln sich schwer getan zu Hause. 1-0 nur gewonnen, glaube ich. Ja. Was ja dann im Nachklang, wenn man sieht, wie Köln in die Saison gestartet ist, jetzt auch nicht überzubewerten ist. Augsburg in Augsburg 2-2 zu spielen, nachdem man da auch, ich glaube, im Doppelschlag kam man dann zurück. Das ist nichts, was mir riesen Angst macht. Also das ist, ich glaube einfach, dass wir das, ich glaube, wir, die Fans und die Mannschaft und das Umfeld muss auch mal loswerden, dieses, oh, wir fahren nach Gladbach, da, ja, weiß nicht, wie sind die Eintracht, sondern ganz ehrlich, die Eintracht kann auch da gewinnen, also kann wirklich dort gewinnen. Klar kann es passieren, dass du dann auch da 3-0 verlierst, aber ich denke schon, dass man die Zuversicht haben sollte, zu sagen, okay, die Mannschaft ist besser als die meisten Mannschaften in den letzten Jahren. Dann will ich zumindest einfach diese Zuversicht haben, zu sagen, okay, dann fahren wir nach Gladbach, da werden auch ordentlich Fans dabei sein. Dann gewinnen wir da halt und dann ist es wieder so ein bisschen ausgeglichen. Dann hast du die Punkte, die gegen Wolfsburg verloren hast, hast du dir zurückgeholt und dann ist der Saison schon einigermaßen normal. Du hast wieder ein bisschen Ruhe. Weil ich glaube, das Problem ist, ihr kennt mich, ich tippe ja eigentlich immer gegen die Eintracht und bin immer pessimistisch und habe immer Angst. Ich habe echt Bock auf diese Mannschaft und traue dieser Mannschaft viel zu. Das macht mir im Umkehrschluss dann doch wieder Angst, weil ich dann wahrscheinlich enttäuscht werde. Aber noch ist es nicht so weit, ehrlich gesagt, weil ich finde diese Mannschaft richtig geil. Du hast mittlerweile, wann hatten wir bei der Eintracht mal die Situation, dass du einen Spieler, den du eigentlich unbedingt spielen lassen willst, nicht weißt, wo du ihn unterbringen sollst. Also du hast eine erste Elf, dann hast du noch, dann kannst du den noch reintun und dann noch den, noch den, noch den. Ich habe mindestens 3-4 Spieler, wo es mir wehtut, die auf die Bank zu setzen, wenn ich mir selber eine Aufstellung aufmalen würde. Und das wird im Winter noch schlimmer, wenn Mascarell zurückkommt. Ja, ich finde es geil. Und naja, über den Prinz halt haben wir auch schon alles gesagt. Ja. Und ja, ich weiß nicht, ich habe einfach Bock drauf. Ich habe Bock, dass der Prinz da das 1-0 macht, zu den Fans rennt und sagt, was geht ab? Und dann schwappt die. Weil ich wiederhole es nochmal, wir haben beim Pokal, spätestens beim Pokalfinale, hat man gesehen, wie sehr diese Stadt leicht zu elektrisieren ist. Und ich glaube, dass diese Mannschaft das kann, dann kannst du diese Internationalitätsschiene komplett fahren. Das wäre schon überragend. Also ich fände es überragend, wenn die Eintracht zumindest zeitweise in der Saison in so einen Flow geraten würde, der uns alle irgendwie von irgendwas träumen lässt, weil ja, eigentlich genau deswegen gehen wir ins Stadion. Das Potenzial ist ja auch da. Das ist ja das Schlimme. Ja. Es ist einfach, Williams, wir müssen einfach gucken. Ich muss ihn mal rauspicken. Wir haben gar über Rebic und Boateng gesprochen. Williams, was ist das für ein geiler Linksverteidiger? Du hast jedes Mal plötzlich das Gefühl, wenn der am Ball außen ist, da geht was, weil er zieht mal nach innen, nach außen, dann flankt der, da passt. Das ist ein geiler Spieler. Also wenn ich mich dran erinnere, Oczipka war auch mal ein solider Spieler, aber da hast du jetzt nicht gedacht, oh geil, jetzt können wir Gefahr kreieren. Bei ihm habe ich das ständig. Ich habe ständig dieses Gefühl, wenn der am Ball ist, geht irgendwas. Das finde ich hervorragend. Das ist, da gibt es ein paar Spieler, die mir echt Spaß machen. Und er kann Ecken schießen. Die Bälle kommen im Strafraum an. Und zwar auf einer Höhe, wo andere Leute mit dem Kopf hin können und nicht irgendwie versuchen müssen, den irgendwie noch mit dem Knöchel da rumzufuchteln an der Außenseite. Das ist definitiv mal eine Variante, die wir jahrelang hier nicht gesehen haben. Das stimmt. Ja, hohe Ecken. Das ist viel wert. Wir müssen mal gucken, was mir für Gladbach eigentlich wirklich, ja, oder was ich mir für Gladbach erhoffe, ist, dass wir es schaffen, eventuell auch das frühe Tor zu machen. Wir haben so viel Druck und so viel Präsenz am Anfang auf den Platz gebracht, auch jetzt wieder letztes Spiel. Das musst du halt einfach mal in was Zählbares um. Und dann ist auch auf einmal das ganze System, dann macht Gladbach erstmal nicht, oh, jetzt versuchen wir weiterhin hier Mods aufzumachen, sondern müssen die sich auch erstmal neu sortieren und so weiter. Also ich denke, da ist wirklich was drin, wenn wir es hinbekommen, wieder diesen Druck gleich von Start, sofort Vollgas und eventuell dann wirklich dieses Tor erzwingen, eventuell auch nicht durch, was ja jetzt beim letzten Spiel mal gegen uns passiert ist, mit dem Videobeweis in Konfrontation kommen. Also da denke ich, bin ich ganz optimistisch, dass dann das Spiel auch zu unseren Gunsten entschieden wird, weil wir meiner Meinung nach auch schon stark genug sind, um so ein Spiel an auch über die Zeit zu bringen. Nur das Tor muss her und danach denke ich, ist einiges drin. Ja. Ich bleibe auch noch in diesem naiven Geil-Modus drin, ehrlich gesagt. Wird auch noch so bleiben, selbst wenn wir in Gladbach verlieren, weil ich trotzdem von dieser Mannschaft überzeugt bin. Und ja,
wir haben ja jetzt, wir reden ja gleich auch drüber über Rebic, wir haben ja durch Rebic jetzt noch mehr Flexibilität drin. Also wir werden ja noch variabler dazu. Du hast in den ersten Spielen hat sich schon abgezeichnet, dass auf jeden Fall ein neues Stilmittel da ist, dass wir lange Bälle auf den Stürmer spielen können, der die Bälle auch geil festmachen kann. Über den müssen wir ja auch noch kurz sprechen. Haller, der ist super. Also das, was man jetzt so sieht, der ist hervorragend. Klar, gut, hat einmal die Latte und nochmal einen Pfosten getroffen. Meine Güte, da will ich ihn gar nicht kritisieren, weil das ist Pech. Mhm. Aber wie der die Bälle annimmt und verteilt und die Leute nachrücken verteilt können. Und auch behauptet gegenüber andere Spieler, ist schon wert. Das ist eine Qualität, die wir nicht hatten. Und das ist ein weiterer Mosaikstein in der Systematik, die Eintracht ganz simpel natürlich angefangen hat aufzubauen. Aber das wird immer besser. Und ich bilde mir trotzdem ein, dass die Eintracht, klar sind es erst zwei Spiele, die wir gesehen haben, trotzdem einen kleinen Schritt weiter ist als letztes Jahr, was Lösungsmöglichkeiten auf dem Platz betrifft. Und deswegen will ich einfach hoffen, dass wir gegen eine Mannschaft, die von Dieter Hecking trainiert wird, in der Lage sind, uns Lösungen auszudenken, die dazu führen, dass wir da gewinnen. Also ganz ehrlich, wenn du gegen eine Mannschaft, die von Dieter Hecking trainiert wird, da nicht irgendwie zur Lösung kommst in der heutigen Fußballzeit, dann hast du es halt echt auch schwer. Aber dann lass uns doch vielleicht einfach mal noch gerade zu dem Thema Verpflichtung kommen, bevor wir über das Thema Aufstellung reden. Deadline Day war am Donnerstag und die Eintracht hat nochmal eine Verpflichtung gemacht und bevor wir zu Rebic kommen, das kleinere Ding, Radetzky ist noch da, glaube ich auch erstmal viel wert. Ja, das war ja auch immer so ein bisschen Spekulation. Ich glaube, es sind noch nicht überall die Transfergeschichten durch. Also theoretisch könnte da vielleicht an der einen oder anderen Ecke nochmal, aber das, was ja vorher gesagt worden ist, wir gehen davon aus, dass er bleibt, scheint sich ja jetzt zu bewahrheiten. Und dann eben das eben schon gefühlt 200 Mal angesprochene Ante Rebic, der von Basti, der hier im Hintergrund anscheinend irgendwie die Transfers klar macht, mit Einlaufmusik angekündigt war, ist dann doch wieder da. Leihe ein Jahr und dann Kaufoption mit vermutlich einer etwas niedrigeren Ablöse, die dann auch irgendwie bezahlbar ist. Ja, cooler Coup. Also muss man wirklich sagen, genial, dass es, wie wir es ja eigentlich hier wirklich im Podcast schon gesagt haben, wenn sie schlau sind, gucken sie, dass sie die Frist zwar ablaufen lassen, danach nochmal versuchen, ihn zu holen. Denn es war ja wirklich, da haben wir auch die letzten paar Mal ja schon drüber gesprochen, eine vakante Position, bringt uns sehr viel Variabilität. Auch Kovac kann ja sehr gut mit Rebic arbeiten. Also ich denke, da sind wir auf jeden Fall um eine sehr, sehr geniale Option bereichert worden. Ich warte jetzt einfach so lange, bis Basti was sagt. Achso, ich habe irgendwie hat so geknackt gemacht. Ich habe gedacht, ihr werdet jetzt beide weg. Nee, ich bin, ihr wisst, ich bin begeistert. Also ich habe es die ganze Zeit gehofft. Ich war sehr, sehr traurig, als es so getan wurde, dass er jetzt endgültig weg ist. Hab mir dann immer diese leise Hoffnung eingeredet, hab es mit 5% betitelt und hat es, ja, so ein bisschen, weiß ich nicht, ich hatte es vielleicht im Gefühl, weil das, wir haben ja immer unser Unverständnis ausgedrückt, warum die nicht gehalten haben. Das waren ja nicht nur wir, das waren ja viele. Ja. Und am Ende hatten wir ja die Antwort von wegen, ja, dass Kovac ihn als zu schwierig ansieht und ihn nicht in die Mannschaft integrieren kann, will oder ihm nicht genug Zeit geben kann, sich um ihn alleine zu kümmern. Das war dann am Ende vielleicht auch so ein bisschen Gepokere. Und wenn es das war, dann war das überragend. Dann haben wir diese Ablöse, die angeblich 5 Millionen war, und jetzt hast du ihn quasi erstmal wieder umsonst geliehen. Ja gut, besser geht's gar nicht. Und Ante Rebic ist wieder da. Das ist eine Transferperiode, die ich auch noch nicht erlebt habe in Frankfurt, die mich dermaßen euphorisiert. Du hast natürlich immer mal Spieler gehabt, die so ein gewisse Zukunftshoffnung hatten. Wir haben da Fenin gehabt und dann hatten wir Belaid, Kayo. Ja, selbst der Seferovic hat man gedacht, na, wer weiß. Aber dieses Jahr, da sind Spieler dabei mit Willems, de Guzman, Haller, Boateng, Rebic jetzt wieder da. Das ist echt geil. Also das sind so Transfers, wo du dich echt freust. Und das hatte ich hier in Frankfurt lange nicht. Also du hast mindestens 4, 5 Kandidaten für ein Trikot. Ich hatte eigentlich jahrelang gar keinen. Und allein das lässt mich immer noch euphorisiert bleiben, weil wir das hier in der Form noch nicht hatten, ehrlich gesagt. Also das hat mir vielleicht mal vereinzelt, aber in dieser Masse hatten wir das nicht. Ich hoffe, dass mich mein Gefühl nicht trügt, weil es kann natürlich auch komplett alles in die Hose gehen. Die Mannschaft zerstreitet sich und aber glaube ich nicht, ehrlich gesagt, glaube ich nicht dran. Du bist im Fußball immer vielen Unwägbarkeiten ausgesetzt, meine ich.
ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass dies eine geile Mannschaft ist und hoffe, dass die auch jetzt diese Saison und das nächsten Sommer nicht nochmal so ein krasser Umbruch kommt, sondern dass die dann noch eine Saison zusammenspielen. Spätestens dann, glaube ich, wenn der Trainer natürlich bleibt, dass das echt gut werden kann. Hm. Aber da kann einiges gehen. Du hast es schon richtig angesprochen, es wird diesmal nicht nur in die Breite, dass du einfach einen riesigen Kader dir hier zusammenstellst, verpflichtet, sondern wir haben tatsächlich mal richtig gute Alternativen, richtig gute Optionen, auch für ganz unterschiedliche Systeme jetzt. Also wir haben es ja schon vorher angesprochen, haben dann gesagt, oh, an der einen oder anderen Stelle, es ist ja eigentlich an jeder Stelle jetzt nachgebessert worden. Ihr habt es vorhin schon angesprochen, klar, die Sechserposition mit Mascarell, bis er wieder da ist, muss man dann auch mal schauen, wie, was, wo, wann. Aber da hast du auf jeden Fall auch ein Fabian ist, denke ich, für mich, wenn der wieder da ist, auch noch eine geniale Option. Auch ein Haller vorne, ihr habt es gerade schon gesagt gehabt, eine Option zu haben, dass du auch mal, wenn dir im Spiel nichts einfällt, haust du mal einen Ball von nach vorne und Haller nimmt ihn geil an und bedient eventuell einen Boateng oder wer auch immer noch neben ihm steht. Genial, diese Option hattest du jahrelang nicht und hast trotzdem diese langen Bälle gespielt und die waren immer verloren. Deshalb, das ist wirklich genial, dass du im Spiel sehr variabel sein kannst. Mhm. Deshalb umso blöder, dass wir in den ersten zwei Spielen zumindest noch keinen großen Benefit daraus ziehen konnten, weil es einfach keine Punkte oder nur einen Punkt bisher gab. Macht mir aber eigentlich keine Angst, solange diese Chancen weiterhin bestehen. Wenn ich merke, oh Gott, da ist überhaupt kein System mehr dahinter, dann muss man sagen, hier läuft was falsch. Bis dahin bin ich auch voll auf eurer Seite. Wir gucken, dass wir jetzt einfach das nächste Spiel gewinnen und dann sind wir alle zufrieden. Ja, aber allein diese Offensive, wenn du mal drüber nachdenkst, du hast da vorne einen Haller, einen Boateng und einen Rebic, das sind halt schon auch drei echte Kanten, die du da beim Gegner in den Strafraum schickst, also da will ich nicht Abwehrspieler sein. Das ist stimmt, ja, und ja. Du hast bei allen drei, ich habe jetzt bei Eintracht viele Spieler in der Mannschaft, wo ich das Gefühl habe, die können jeden Moment was Gefährliches machen, ja, also auch was Unberechenbares und das hatte ich jahrelang nicht. Ja, klar, da hast du vorne. Klar, Meier stand immer mal wieder da und dann hat er sein Ding gescored. Seferovic hatte ein paar lichte Momente. Und Fabian hat es ja letzte Saison schon so, dann hat das auch natürlich gezeigt, als er dann sich ein bisschen eingelebt hatte. Aber diese Masse an Spielern, wo ich denke, die könnten irgendwie torgefährlich werden, die ist ziemlich groß. Ja, und Gacinovic scheint auch den von uns erwarteten Sprung momentan zu machen. Er hat in Freiburg die eine oder andere unglückliche Szene gehabt, aber er hat trotzdem eine ganz andere Präsenz auf dem Platz. Also der wirkt jetzt mittlerweile, dass er zumindest auf dem Weg zu einem gestandenen Bundesligaspieler ist. Naja, du hast halt, wenn du so mal guckst, hast eben mit den dreien, die ich eben erwähnt habe, hast du halt eben da einfach da vorne welche, die du da reinstellen kannst, die den Ball annehmen können, den Ball verteilen und verteidigen können. Du hast aber auch mit einem Willems, mit einem Gacinovic, mit einem De Guzman und mit einem Fabian wieder da, ist halt auch welche, die halt auch mal so einen kreativen Pass spielen können, die sich da durchdribbeln können, die halt auch einfach mal so ein Ding irgendwie da reinschlänzen können. Also du bist halt schon recht variabel, was das da angeht, aber es muss halt am Ende des Tages jetzt auch einfach mal in Tore umgemünzt werden. Das ist mein Wunsch. Ja, ich bin gespannt durch Rebic. Dennis war ja derjenige, der diese Variabilität gefordert hat. Ich bin gespannt, wie Dennis jetzt die Mannschaft aufstellen will in Gladbach, ehrlich gesagt. Hervorragend. Weil meine Positionen waren eigentlich schon besetzt. Also Rebic, gut, ich muss Rebic stellen, weil ich bin ein großer Fan. Genau. Ich weiß aber gar nicht genau, wen ich dafür rausnehmen würde und würde gerade momentan wahrscheinlich De Guzman rausnehmen, ehrlich gesagt. Richtig. Dafür Boateng zurückziehen. Und Rebic. Jasinovic und Rebic, ja, genau. Ja, genau. Also lass uns mal von hinten die Pferde aufzäumen. Radetzky im Tor ist klar. Aber Hasebe, Fallett in der Innenverteidigung bleibt. Muss man auch erstmal bleiben. Salcedo ist ja jetzt wieder einigermaßen zumindest fit. Nicht. Muss mal gucken, den würde ich erst nochmal draußen lassen. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich würde Hasebe, Abraham, Fallett auch erstmal bleiben. Genau. Dann Chandler und Willems auf den Außen. Davor dann Fernandes auf die 6. Und dann würde ich Boateng und Gacinovic in die zentralen Positionen und davor Haller und Rebic. Rebic, genau. Ja, das würde ich machen. Und Rebic dann mehr mittig orientiert, weil auf den Außen Rebic ist ja dann... Ich würde Rebic gar keine feste Position. Ich würde Rebic quasi da vorne rumlaufen lassen, wo er das gerne möchte. Also das ist ja die Position, das ist ja diese typische hinter den Spitzenposition, wo du kein, so diese Thomas-Müller-Nummer, du läufst halt hin, wo gerade irgendwie Platz ist,
weil du hast ja die Außen mit Chandler und Williams und du hast auch Gacinovic, du hast auch Gacinovic und Boateng, die auch mal ein bisschen, also vorne würde ich würde die drei Spieler, Gacinovic, Boateng und Rebic, die würde ich ziemlich, den würde ich ziemlich viel Freiraum lassen, wo die sich hinbewegen. Ja, aber bist du eher offensiv ausgerichtet, also sagst du Boateng und Rebic irgendwie so als ja, hängende Spitze und den Allaire da vorne drin, oder? Nee, ich würde das gleiche System spielen, was die Eintracht eh schon gespielt hat, ehrlich gesagt. Also das, wie nur das, was ich gesagt habe, der Guzman raus, Boateng zurück, dafür Rebic auf die Position. Das ist ja, das ist schon offensiv, aber du hast trotzdem, du hast auch eine Absicherung. Also du hast eine Absicherung dadurch, dass sowohl Gacinovic als auch Boateng, die können ja bei Ballbesitzgegner können die auch eine 3er-6 haben. Dann hast du ja 3-6er quasi. Ja. Und hast nur Allaire und Rebic vorne. Und das kannst du ziemlich variabel gestalten. Du hast mit Rebic auch einen Konterspieler. Also du hast einen Spieler, der eine Schnelligkeit mitbringt für Konter. Du hast Allaire, einen, der die Bälle halten kann. Ich glaube, Allaire und Rebic könnte, wir haben es ja angesprochen in der Saisonvorschau, haben wir ja gesagt, dass das die Chance für Gotha sein könnte. Wenn er so einen Spieler wie Allaire neben sich hat, der ihm Räume frei schafft, der für ihn die Bälle festmacht und ihn irgendwie in Situationen bringen kann, dass er zwischen die Linien gehen kann und gefährliche Situationen kriegen kann. Ja. Derselben Vorteil, den es für Gotha bringen könnte, kann es jetzt für Rebic geben. Und ich glaube, das würde sich so ein bisschen noch potenzieren, weil Rebic noch besser ist als so Gotha aus meiner Bewertung. Das wäre so aus meiner Sicht, ist das gerade, also aus meiner Sicht ist das gerade so ein bisschen den Todesstoß für Rigota, weil die Kombination Allaire Rebic da vorne könnte einfach zu gut sein, als dass er da jetzt nochmal wirklich irgendwie eine Chance hat. Gut, aber dafür ja, bin ich trotzdem froh, dann habe ich lieber ihn auf der Bank. Ja klar, nein, für ihn wäre es eh schwierig geworden, glaube ich. Für wen es, glaube ich, noch schwieriger wird, ist, mit dem viele eigentlich gerechnet hatten vorhin in der Vorbereitung, ist Jovic. Ich glaube, der wird erstmal keine große Rolle spielen. Da bin ich auch mal gespannt, ja. Der wurde ja auch beim letzten Mal gar nicht eingewechselt. Das tut mir für jeden Spieler leid, der nicht spielt. Und auch für Stendera, dass er es schwer haben wird, in die Mannschaft zu kommen. Aber das ist mir lieber. Und Barkok auch teilweise. Mir ist es trotzdem lieber. Also, als dass du eine geile erste Elf hast und wenn sich einer verletzt, dann kommt irgendeine Pflaume rein. Ja. Sondern der im Endeffekt vielleicht Überraschungscode, vielleicht spielt Jovic in Gladbach auch von Anfang an. Wir waren jetzt nicht in den Trainingseinheiten dabei, zwischen den Länderspielpause. Wir werden es erleben. Also wir werden es erleben, was er plant. Das Ding ist einfach nur, du wirst von keiner Aufstellung geschockt sein, wie wir es in der Vergangenheit schon hatten. Also, das ist so, genau. Also die Spieler haben alle Potenzial, auch ihre Leistung zu bringen. Selbst ein Kamada, wenn er fit ist und Dings kann, hat seine Berechtigung. Den darf man nach einem schlechten Spiel auch nicht rausschreiben. Nee. Also. Genau. Aber es wird, der Kader ist natürlich jetzt mit 35 Spielern schon verdammt groß. Ja? Schon sehr groß. Also, das ist halt schon, ja, da ist es halt für jeden, der jetzt irgendwie draußen ist, halt schon doppelt schwer da drin zu bleiben. Und auf Dauer finde ich halt auch einfach einen Kader mit 35 Mann zu hoch, aber den wirst du jetzt das bis ist zum aber Winter mit diesen durchschleppen Spielern müssen. Auch die hochgezogen wurden, ne? Das ist jetzt schon der Gesamt mit was weiß ich, die normalerweise in der U23, wenn sie geben würde, spielen würden, U19 oder was dann in Profivertrag bekommen hatten oder was sind genau. Das, welche Spieler sind da? Das ist schon alles mit drin. Das ist schon okay. alles mit drin, ja, ja klar. Ja, ich finde es auch ein bisschen viel und das ist glaube ich auch echt unglücklich gelaufen für Leute wie Bisuschkow auch, der auch in der Vorbereitung glaube ich so ein bisschen ein Ausrufezeichen gesetzt hat und Leute gedacht haben, das Spiel vielleicht, der ja eigentlich wahrscheinlich dann auch erstmal außen vor ist. Gut, aber das ist leider, es tut mir leid, also es ist so. Und ja, ich habe bei Kovac nicht das Gefühl, dass das unnatürliche Auswahlprozesse sind, sondern ich glaube, Kovac gibt jedem die Chance. Ich glaube, selbst wenn du mal dann zweimal hintereinander nicht im Kader bist und dich im Training anschränkst, dann bist du wenigstens wieder im Kader. Dann wissen wir eh schon, dass sich von den 35 Spielern wahrscheinlich 10 verletzen. Dann haben wir eh wieder nur 25. So ist es. Ja gut, klar, das muss das natürlich... Vielleicht ist es auch ein bisschen Paranoia von Eintracht, die ich aber ehrlich gesagt verstehen kann. Also dieses mit den Verletzten. Wir hatten das hier, ich glaube, keiner von uns will so eine Rückrunde jemals wieder erleben und dann ist doch gut, dass die Eintracht alles dafür getan hat, dass das nicht passieren kann. Wenn das nicht passiert, kannst du im Winter immer noch schauen, wen du verleihen kannst oder wie oder was und wenn dann Mascarell zurückkommt und Meier, ob du dann eine Gotha abgibst oder. Also von daher, ja, ich hab's lieber so und gebe dann im nächsten Sommer ein paar mehr ab, als dann jetzt wieder im Winter 5 Leute zu holen und Eihahn und Huschti und was weiß ich, wie sie alle hießen. Also so ist es mir schon lieber, ehrlich gesagt. Ja, das ist schon richtig. Also haben wir die Aufstellung gegen Gladbach rund. Ja,
eigentlich De Guzman raus, Rebic rein. Der Rest hat ja eigentlich gut funktioniert. Das muss man ja wirklich auch sagen. Also jetzt einfach treffen und gutes. Treffen und gutes. Dann sag doch mal, wie oft wir treffen, Dennis. Dann darfst du mich als erster tippen. Also ich tippe, wir gewinnen 2-0. Jawohl. Basti? Ich sag 0-0. Dann bist du ein bisschen schlechter als ich. Ich sag nämlich 1-1. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wie immer im Fußball. Wenn wir es wüssten, dann könnten wir viel Geld mit Sport wetten. Dann wäre es auch langweilig. Dann hätten auch andere schon viel Geld mit Sport wetten. Ich glaube, auf die Spannung würde ich verzichten, wenn ich tatsächlich wüsste und so viel Geld verdienen könnte. Dann wenn du einfach, ich mir einfach so die ganze Saison einfach so in 5 Minuten auf dem Papier und dann sagen kannst, jawohl, mach immer. Ja. Also das würde ich sofort nehmen. Ich habe als Kind schon immer zurück in die Zukunft geschaut, wo der da in diesen Sportalmanach rangekommen ist und dann an alles wusste, was er wetten konnte. Dafür wäre ich doch sehr offen für sowas. Ja, aber dann brauchst du ja gar keinen Fußball mehr gucken. Was machst du denn dann samstags und sonntags und mittwochs demnächst und das montags ganze und Geld freitags? Ausgeben, das ganze Geld ausgeben, was ich durch diese Sportwetten verdiene. Ja, aber da wirst du auch nicht glücklich mit Basti. Also den Beweis würde ich gerne antreten, dass es doch möglich wäre, dass ich da hoch erfreut wäre. Genau, also liebe Menschen irgendwo in den Vereinigten Arabischen Emiraten, gebt dem Basti viel Geld, dann hört er einfach auf Fußball zu gucken und wir machen daraus ein Langzeitexperiment. Was haltet ihr davon? Ja, cool. Den Aufruf bekräftige ich. Genau. Bevor du diesen Aufruf bekräftigst, darfst du erstmal ein paar Dummschwätzer aufrufen. Wir haben da eine Liste und du kannst jetzt mal von oben nach unten durchgehen. Von oben nach unten, ich weiß gar nicht, ich habe sie nicht bildlich vor mir, aber ich nominiere auf jeden Fall Freddy Bobic. Genau, der steht in der Tat oben, hervorragend. Für seine Aussage, dass er, obwohl er von dem Buch Football Leagues gehört hat, nicht davon ausgeht, dass in Deutschland irgendeiner nicht rechtschaffend wirtschaftet und haushaltet und bei uns in Deutschland alles in Ordnung ist. Fand ich ein bisschen merkwürdig, weil gerade bei Gacinovic das ein oder andere ein bisschen krumm gelaufen ist, deren Vertragsmodell er zumindest schon von gehört haben sollte. Zumindest davon schon gehört haben. Und der ist ja scheinbar sehr gut vernetzt. Das war ja das Einzige, was ich mir von ihm erhofft habe, was er auch echt liefert. Da muss ich auch ein bisschen Abbitte leisten. Er liefert der Eintracht ein weiteres Netzwerk, ein breiteres Netzwerk als der Öfchen Heribert. Was natürlich nicht so überraschend ist, aber gut, darüber werden wir vielleicht im Abschluss der Saison mal, werde ich eine ganz ausführliche Bobic-Nobic Pro- und Kontraliste machen. So nach 2 Jahren kann man es dann schon mal machen. Ja, ist richtig. Aber auf jeden Fall wundert es mich doch sehr. Er hat den ein oder anderen öffentlichen Auftritt, der mir trotzdem, und ich bleibe dabei, ich habe auch zugeben müssen, dass Bobic viel positiver für die Eintracht war, als ich es befürchtet hatte. Aber trotzdem, sein öffentliches Auftreten ist mir trotzdem alles noch zu Sport1-like, ehrlich gesagt. Und deswegen nominiere ich ihn jetzt. Manchmal habe ich es, weiß nicht, also du hast das Gefühl, der ist trotzdem so, der versteht sich gut mit Thomas Helmer und so. Also so, ich weiß, keine Ahnung. Ich kann es gerade gar nicht greifen. Auf jeden Fall hat mich dieses Zitat arg irritiert, weil ich glaube nicht, wenn du einigermaßen mit offenen Augen durch die Welt läufst, dann kann man schon davon ausgehen, dass jeder, der im Fußball ist, weiß, dass da einige merkwürdige Dinge ablaufen. Und Raphael Buschmann und sein Kollege haben das für den Spiegel auf beeindruckende Weise recherchiert und in einem schönen Buch dargelegt. Ja, ich bin noch nicht ganz durch, aber die Teile, die ich gesehen habe, sind faszinierend und erschreckend zugleich. Genau. Und man muss es ja auch gar nicht, ich erwarte ja von Bobic gar nicht, dass er das alles aufdröselt und sagt, oh, der Fußball ist am Arsch und dass er sein eigenes Nest voll pisst, in dem er liegt, will ich gar nicht. Aber dieses Gegenteil zu behaupten, das finde ich dann ja doch mal. Das ist ja also, dann doch einfach lieber gar nichts sagen und dann ist aber halt auch gut. Ja. Ein schönes Zitat war auch, wir dürfen nicht moralisch denken. Wenn man das tut, spielt man irgendwann in der 3. oder 4. Liga. Das ist eigentlich auch schön. Das ist zwar die Wahrheit, aber du willst es trotzdem nicht hören. Das will man wirklich nicht hören. Also es ist halt schön, aber dass er zumindest es ist, wie wir schon sagen, das musst du öffentlich nicht rausposaunen. Das ist typisch, das sitzt sich in Doppelpass und erzählst das oder sowas. Ne? Also ja, das will einfach niemand hören. Wobei die Frage bei der moralisch halt auch irgendwie ist, worauf du das beziehst. Das ist das eine, du kannst es auf das
auf die, nennen wir es mal, alternativen Investitionsmodelle beziehen. Du kannst aber auch moralisch in Form von, du zahlst halt keine 10 Millionen für einen Spieler, der halt eigentlich nur unter normalen Bedingungen irgendwie 2 wert wäre. Ja, auch das wäre ja dann quasi Moral, aber dann hast du halt erst recht ein Problem, weil die anderen werden das Geld halt in den Markt reinpumpen. Ich wollte es gerade sagen, ja. Das ist Marktwirtschaft, das ist eben Angebot, Nachfrage, fertig ist, damit müssen wir uns da, das ist, ich denke mal, da könnten wir uns jetzt hier stundenlang drüber unterhalten. Ich wollte gerade sagen, das ist ja fast schon ein philosophisches Thema, also dass du erstmal den Moralbegriff definieren sollst, aber so wie er das, glaube ich, gemeint hat, will man das trotzdem nicht hören, weil du, ja, der Fußball lebt trotzdem davon, dass die Konsumenten einen großen Teil ignorieren und romantisieren. Also das ist ja so. Wir bilden natürlich uns ja auch trotzdem ein, dass die Spieler, die dann in Frankfurt sind, Bock haben, da für Frankfurt zu spielen, dass sie das geil finden, wenn die Fans Stimmung machen. Das müssen wir uns ja einbilden, obwohl wahrscheinlich die Hälfte von denen da drauf scheißt. Also ich wollte gerade sagen, also eigentlich, wenn du das so sagst, dann ist ja unsere Emotionalisierung dabei ja eigentlich, dass wir davon ausgehen, dass alle 35 Spieler im Kader idealerweise immer nur für die Eintracht spielen wollen und Geld überhaupt keine Rolle spielt. Ja gut, so weit muss man es jetzt nicht romantisieren, aber dass sie zumindest Bock haben, in Frankfurt zu spielen und sich damit identifizieren, mit was wir uns identifizieren. Ja, und dass der Wettbewerb auch dazu da ist, wirklich ein Wettbewerb zu sein. Wir wollen ja trotzdem unbewusst immer wenigstens das Gefühl haben, die Eintracht könnte mal den DFB-Pokal gewinnen. Oder mal durch Glück nach Europa kommen. Aber dass dieser Wettbewerb eigentlich, ja, der ist so weit auseinandergedriftet, dass es echt traurig ist, dass wir schon zum Beispiel, dass wir ignoriert haben, dass es während unserer Fansozialisation sich einfach geändert hat, dass es unmöglich geworden ist, dass die Eintracht deutscher Meister wird. Das war nicht immer so. Die Eintracht war 91 kurz davor. Die Eintracht wäre vielleicht dann die erste Mannschaft gewesen, die in dieser neuen Champions League gewesen wäre. Vielleicht hätten wir einen ganz anderen Weg genommen, wenn es damals mit Alfons Berg nicht passiert wäre. Wäre Fahrradkette. Hätte Fahrradkette. Nein, wäre Fahrradkette, hat der Lothar Matthäus doch jetzt geprägt. Achso, ja, Entschuldigung, ich bin doch beim Original. Ja, aber wir haben einfach ignoriert, dass der Wettbewerb irgendwann so geworden ist, dass es unmöglich für die Eintracht ist. Ja. Weil die Schere immer weiter auseinandergegangen ist. Und trotzdem sitzen wir noch hier und reden darüber. Und das ist genau das. Und wenn Bobic dann solche Aussagen tätigt, die stimmen wahrscheinlich oder stimmen zu 100% wahrscheinlich. Das will aber niemand hören. Genau, da muss manche Sachen in diesem Fußballbusiness musst du unausgesprochen lassen, sonst sorgt es dafür, dass ein Prozess stattfindet, der eh schon innerlich ein bisschen stattfindet, dass man sich von diesem ganzen Konstrukt Fußball mit allem drum und dran ein bisschen entfremdet. Und ja, das kann man schlauer formulieren. Ja, das war ja das, was ich eingangs gesagt habe, als ich gesagt habe, dass ich noch keine einzige Minute Fußball geschaut habe, Fußball in dem Sinne von Pokal und Liga, was ja nicht nur damit zusammenhängt, dass ich einfach keine Zeit hatte an den Wochenenden, aber halt auch einfach durch die ganzen Geschichten, die ich rundherum habe und alles das, was du da momentan hoch und runter hörst, auch so ein bisschen einfach die Lust weg ist. Das ist ja dieser Prozess, von dem du sprichst, der ja auch durch solche Aussagen einfach noch beschleunigt wird und sicherlich nicht nur bei mir. Man kriegt schlechte Laune auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, das merkst du an vielen Leuten. Also du merkst es so, also der Fußball allgemein, ja, der hat es, glaube ich, ein bisschen überspannt in den letzten Jahren. Das merkt jeder von uns. Jeder ist so ein bisschen Fußball erschöpft einfach. Also dieser Overkill hat wirklich sein beste Wirkung Beispiel Nationalmannschaft, entfaltet. Wo wir ja schon immer drüber gesprochen haben. Also genau. Ich habe jetzt paar überhaupt mitgekriegt, ehrlich gesagt. Ich wusste gar nicht genau, gegen wen die spielen und um was es da genau geht. Das Einzige, was ich jetzt vernommen habe, da können wir jetzt super überleiten zu meinem zweiten Domschwätzer. Das ist eigentlich schon fast für diese Kategorie zu harmlos. Aber sind diese Bastarde, die da an Sieg Heil rufen, irgendwo in Prag auswärts und wirklich... Ja, das ist so abartig. Also ich verachte ja fast eh schon das meiste Nationalmannschaftspublikum, aber eher auf eine ironische Weise, weil das ist ein bisschen plastikmäßig alles ist. Aber solche Affen, ich habe eigentlich echt gehofft, wir wären schon weiter. Aber irgendwie, Gott, schade, dass der Marvin nicht da ist, weil sonst könnten wir fast eine gesamtgesellschaftliche Diskussion jetzt hier öffnen. ja, ich hätte nicht gedacht, dass diese, ja, wie soll man es nennen, dass diese rechtsgerückten Leute, dass die immer noch so verbreitet sind, ehrlich gesagt. Klar, war das ist mir bekannt und mich überrascht es auch nicht.
Aber trotzdem, es fuckt halt immer wieder aufs Neue ab, ehrlich gesagt. Hm. Deswegen nominiere ich die fast schon außer Konkurrenz, weil die würde ich nicht gerne nominieren, den würde ich gerne die Fresse verlauen. Ja, das. Das ist ruf jetzt dazu auf, wenn einer von denen zuhört, der kann sich bei mir melden. Du schreib dem René bei Twitter, leitet meine Adresse weiter, wir können dann gerne was ausmachen. Ja, also, das ist ein offizieller Aufruf an jeden Nazi, der kann sich bei mir melden, ich hau euch jedem Einzelnen in die Fresse. Lass ich erstmal unkommentiert. Lass mal, so stehen. Genau. würde ich in der Tat so, hab so ein doch bisschen, keine Angst, es geht doch alles an mich, ich habe euch nicht damit reingezogen. Ja. Ich würde in der Tat diese Nominierung so ein bisschen aus dieser Kategorie rausnehmen und einfach nur unser Statement dazu Es war definitiv machen. Mal, genau, es musste mal gesagt werden, denke ich auch. Es ist schon erschreckend, es ist auch erschreckend, dass Leute dann extra anscheinend die Lücke der Auswärtsspiele der deutschen Nationalmannschaft nutzen, um eben, anscheinend waren ja sehr viele stadionverbotträchtige Leute dabei, was anscheinend ja dann auch immer Stadionverbot ist ja immer sehr zwiespältig zu sehen und so weiter, aber bei dem einen oder anderen da offensichtlich an der richtigen Stelle mal angekommen ist, ist natürlich schon eine Katastrophe und es ist schon beschämend, wie Jogi Löw ja gesagt hat, hat Wut, das denke ich, können wir alle unterschreiben. Was anderes kannst du da halt auch nicht kriegen, also es ist absoluter Schwachsinn, mehr ist das nicht. So, wie kommen wir jetzt von dem auf ein lustigeres Thema? Wir nennen Oliver Bierhoff. Ja gut, der hat sich ja, das gehört ja im weitesten Sinne auch zur Nationalmannschaft alles. Ja. Ich krieg's gar nicht mehr eins zu eins zusammen, aber Oliver Bierhoff hat doch, könnt ihr mir helfen, Oliver Bierhoff hat doch sinngemäß gesagt, wer scheiß DFB ruft, ist auch gegen die Nationalmannschaft. Wer den DFB angreift, greift die nationale Elf an und das war ja vor diesen ganzen Prag-Nazi-Geschichten, sondern da ging es ja einfach über dieses Lustigmachen und Dingsen gegenüber dem DFB und halt diesen ganzen, Banner, und so weiter, das, was der DFB momentan mit dem Fußball macht und damit dann indirekt halt eben oder direkt halt eben auch sagt, dass man damit auch gegen die Nationalelf ist, was so ein bisschen aus dem Kontext gerissen ist. Beides ist auf seine Art und Weise momentan vollkommen unbrauchbar, aber ja, das eine hat mit dem anderen nur bedingt zu tun. Ja, das ist also. Der Dennis hat es ja vorhin auch schon gesagt bei dem anderen, aber das ist auch wieder, da könnten wir jetzt stundenlang drüber sprechen, diese mangelnde Differenzierung. Es gab ja auch Leute, die diese Nazis da, also die haben ja quasi die Sieg-Heil-Rufe gleichgesetzt mit den Anti-DFB-Kampagnen der Ultras und so. Ja, also da gibt es so viel Schmutz, der da erzählt wird und da zusammengemengt. Das hat alles miteinander gar nichts zu tun, das ist nochmal was ganz anderes. Und dann wird über Timo Werner noch gesprochen. Im Endeffekt wird das alles in einen Haufen geschmissen und dann heißt es ja, die Ultras machen den Fußball kaputt. Das ist dann die Quintessenz daraus. Du siehst das in der Politik auch wieder, da wird das ähnlich gemacht. Dass man das jetzt als Fußballfan in einer Materie, in der man so tief drin ist, am eigenen Leib in Anführungszeichen gerade erfährt, das ist ganz, ganz schwer erträglich und lässt mich erahnen, wie das anderen Leuten gehen muss, wo es um wichtigere Themen geht. Mhm. Das ist dermaßen nervig, weil sich jeder Idiot dazu äußert und der eine und dann wird das vermischt und du sitzt nur da und schlägst die Hände beim Kopf zusammen und die Leute, die dann diskutieren, die diskutieren völlig aneinander vorbei oder auch am Thema vorbei. Meine Güte. Und dann merkst du, dass die Leute, die da in entscheidenden Positionen sitzen, gar nichts verstanden haben. Nichts. Der Oliver Bierhoff hat nichts verstanden. Gar nichts. Was redet der? Also ich kann das gar nicht greifen. Das ist ja nicht mal eine Diskussionsgrundlage, zu sagen, ja, okay, Herr Bierhoff, darauf. Also das hat doch, wenn ich irgendwo im Stadion bin und schreie scheiß DFB, weil ich es blöd finde, dass die Kollektivstrafen machen, dass die einen sehr intransparenten Fandialog führen, dass die Fanbelang ignorieren, dass sie den Amateurfußball irgendwie schleichend kaputt machen. All diese Sachen, die kann ich doch kritisieren, ohne dass ich in dem Kontext gegen die Nationalmannschaft bin, was ich natürlich persönlich trotzdem bin, aber aus ganz anderen Gründen. Ja. Also wenn ich scheiß DFB schreie, meine ich das, was ich probiert habe jetzt hier zum Reißen, wenn ich mich über die Nationalmannschaft lustig mache,
Da mache ich das gar nicht auf bösartige Weise, sondern darüber mache ich mich eher lächerlich. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich mache mich lächerlich über diesen Fanclub Nationalmannschaft, über Coca-Cola, über Leute, die sich mit dem Confed Cup fotografieren lassen, dabei eine Coke for free genießen, im tollen Zelt und bla bla und Plakate, wo drauf steht, Susi, alles Gute zum Geburtstag, euer Fanclub. Darüber mache ich mich lustig, weil das für mich eine Fankultur ist, die sehr, sehr plastikhaft ist. Ja. Das hat aber überhaupt nichts damit zu tun, dass ich Fick dich DFB im Stadion auch mal gebrüllt habe. Ich gebe es an dieser Stelle zu. Und ja, und er schmeißt das alles noch in einen kompletten Haufen und sagt, ja, okay, wer gegen den DFB ist, der ist gegen uns alle. Und ja, ist eine vollkommen andere Diskussion. Ja. Es ist sehr, wirklich ermüdend. Ja. Ja. Und du hast nicht das Gefühl, dass es auch nur im Ansatz möglich ist, dass solche Leute wie er und Grindel auch und selbst Löw, ganz ehrlich, selbst Löw, dass mit denen überhaupt eine Diskussion möglich ist, weil die es überhaupt nicht verstanden haben. Die haben es nicht verstanden. Die schmeißen alles. Ich meine, dieser DFB-Protest, man muss es ja mal festhalten, der findet an so vielen verschiedenen Orten statt. Der ist mit Sicherheit auch nicht gleich. Ich glaube zum Beispiel, dass jemand, der scheiß DFB in Frankfurt von der Gegentribüne ausruft, vielleicht ein paar andere Standpunkte hat, als jemand, der das aus dem Fanblock in Dresden mit einer Armee-Uniform macht. Die haben wieder zwei verschiedene Intentionen. Dann habe ich im 36er-Block eine andere Intention. Dann wird derjenige in Stuttgart vielleicht einen anderen haben. Dann gibt es einen in Sandhausen, der das hat. Dann gibt es bla bla. Dann gibt es noch Leipzig-Fans, die vielleicht eine ganz andere Meinung dazu haben. Also das ist derart komplex alles. Wird es gibt aber trotzdem bestimmt auch welche, die es so plump meinen und sind gegen, das ist halt das, aber es ist schade, dass natürlich Oliver Bierhoff oder auch andere Organe, die in Anführungszeichen was zu sagen haben sollten, dann sich auf das Niveau herablassen, denn es ist klar, dass nicht die Mehrheit ist nicht plump fick dich DFB in dem eigentlichen Sinne zu verstehen. Und das ist wirklich, das ist das, was schade ist, dass im Endeffekt sie versuchen, die Diskussion in einen lächerlichen Bereich zu ziehen und die ganz normalen Themen, und das ist, denke ich, Basti, das, was du ja sagen willst, die ernsten Themen da komplett jetzt ausblenden und dann das eigentlich einfach nur ja ins Lächerliche ziehen wollen. Und das ist das, was mir auch nicht gefällt, aber gut, so ist es halt. Ja, es ist ganz schwierig. Also es sind wirklich Themen, die das sind 800 verschiedene Themen, wenn wir über Kommerzialisierung, über die Entfremdung, Fankultur und alles mögliche. Das sind viele Sachen, wo du bei ganz vielen Sachen das Gefühl hast, dass es in die falsche Richtung läuft. Also das ist ja das, was Teil dieser Ermüdung ist, in allen Bereichen. Dieses, ja, dass du nicht mal mehr, du kannst ja nicht mal mehr wirklich nicht mehr Doppelpass schauen. Und das, ich konnte es früher mal, ich habe es früher gerne geschaut eigentlich, sondern das perfekte Hangover-Programm. Um 11 Uhr aufwachen, weil irgendwann Pizza bestellen und sich hier Doppelpass anschauen. Das fällt weg. Ich kann nicht mehr Sky 90 schauen. Dann ist Frank Buschmann ist plötzlich bei Sky. Jörg Dahlmann brüllt darum. Weiß nicht. Es ist anstrengend einfach. Deswegen, meine Konzentration gilt dieser Mannschaft, über die dieser Podcast hier ist. Das ist nur noch die Eintracht, ehrlich gesagt. Ja. Ja, ich konzentriere mich auch. Die ist noch geil. In Frankfurt sind noch geil. Geile Fans. Da hat mich nicht so viel gefallen hier. Nicht so viel, haben ja, nicht so viele Klatschfans. Hier sind Frankfurter Mega-Rentner im Stadion. Wir sind im Stadion. Dennis und ich saufen uns im Stadion voll und brüllen rum. So. Es ist ja, wir fahren mit 5000 Leuten auswärts. Also, ohne Coca-Cola-Bus. Gut. Also, schließt euch uns an. Genau. Haben wir zwei Nominierte für die Dummschwätzer der Woche. Ihr könnt wieder auf unserer Internetseite abstimmen. Da findet ihr den Link. Und dann schauen wir mal nächste Woche, wer das Rennen gemacht hat. Jetzt kommen wir zu wesentlich empfehlenswerteren Dingen, nämlich zu den Empfehlungen. wir hatten letzte Woche gesprochen über das Thema, vorletzte Woche, als wir aufgenommen haben, hatten wir ja gesprochen über das Thema Videoschiedsrichter aus gegebenem Anlass. Und da kam ja auch so ein bisschen die Frage auf, wie läuft das denn? Sitzen die im Stadion, sitzen die zentral irgendwie? Sind das irgendwie zwei für alle Spiele oder gibt es da irgendwie für jedes ein Spiel? Und da gab es eben eine Folge jetzt von Colinas Erben, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, die
auch auf einer Veranstaltung der DFL war, die das ganze Thema vorgestellt haben, die sich die Örtlichkeiten angeschaut haben und die so ein bisschen erzählen. Und da sind auch so ein paar Interviews drin und das finde ich eigentlich eine ganz gute Folge, um da nochmal so ein bisschen einen Überblick zu bekommen, wann dieser Videoschiedsrichter eingreift, wer das ist, wo die sitzen und wie die Situation für die da ist. Und von daher würde ich diese Folge gerne empfehlen. Sie ist ein bisschen länger, aber lohnt sich auf jeden Fall. Klingt sehr gut. Sich das Thema anzuhören. Gerade eben auch, wie gesagt, mit der Situation, dass es so wohl ist, so habe ich es zumindest verstanden, dass es in Köln dieses Cologne Broadcasting Center gibt und da ist quasi ein Studio in Anführungszeichen eingerichtet worden für die Videoschiedsrichter. Da gibt es mehrere Plätze, 6 Stück an der Zahl und pro Platz irgendwie so ein Operator und die schreien dann quasi rein und der Operator versucht dann möglichst schnell da irgendwie diese Videobilder zusammenzuschalten. Also Klaas und Alex erklären das nochmal sehr ausführlich und von daher, wer da noch Fragen zu hat, ist da, glaube ich, mehr als gut aufgehoben. Sehr gut. Also Dennis, du weißt, was du jetzt zu tun hast, ne? Ja, ich weiß es. Hervorragend. Und dann haben wir noch eine weitere Empfehlung für euch, die hat, glaube ich, Dennis gerade eben hier ins Dokument geschrieben und die ist mehr als wichtig und ich frage mich, wie ich die ignorieren konnte. Habe ich mich doch am Samstag erst wieder über diese ganzen komischen Wahlstände da aufgeregt. Es geht um die Bundestagswahl. Der eine oder andere wird ja vielleicht gestern dieses TV-Duell verfolgt haben und ist dabei sehnlich eingeschlafen, weil irgendwie besonders spannend muss das ja nicht gewesen sein. Aber Wahl ist durchaus sehr spannend und sehr wichtig und deswegen der Aufruf an euch alle da draußen, geht wählen. Macht euch schlau, informiert euch sinnvoll über das, was die Parteien bieten und glaubt nicht nur diesen komischen Sprüchen, die auf diesen Plakaten stehen, weil das ist immer nur so ein ganz minimaler Auszug und eher so wirklich massentauglich. Also informiert euch, es gibt genug Möglichkeiten über irgendwelche Wahlomat-Geschichten. Es gab, glaube ich, sogar letztens irgendwo den Link, kann ich auch nochmal in die Shownotes packen, wenn ich ihn wiederfinde. Was das Thema Parteien und Hinblick auf Digitalisierung angeht, wo man nochmal so ein paar Sachen aus den Wahlprogrammen rausgezogen hat. Also es gibt zu fast allen großen Schwerpunktthemen wirklich auch gut aufbereitete Geschichten zu den Wahlprogrammen, die euch eine ganze Menge Arbeit abnehmen. Von daher informiert euch und geht wählen. Das ist das Wichtigste, was ihr in diesem Jahr tun könnt. So sieht's aus. Verratet ihr jetzt hier, wen ihr wählt? Ich bin noch nicht schlüssig. Also eigentlich muss man den Omid wählen für sein Wahlplakat. Das ist richtig. Für Frieden und Eintracht International. Das ist hervorragend. Grüße. Feine Sache, auf jeden Fall. Grüße von dir. Ich werde auf jeden Fall zwischen ihm und die Partei mich entscheiden. Ja, das ist... Ich bin da noch unentschlossen. Ich habe da so 3 auf meiner Liste, aber die Grünen sind da durchaus auch mit dabei. Es ist jetzt nicht nur wegen dem Omid, sondern auch generell wegen den ganzen Netzpolitik-Geschichten, die da gelaufen sind. Aber ja, ich muss da auch noch im Detail noch mal ein bisschen reingucken. Ja. Genau, und dann kommen wir zu dem zweitwichtigsten Ding, was ihr dieses Jahr tun könnt, nämlich den Eintracht-Podcast unterstützen. Ich hätte gedacht, du erzählst mal wieder die neueste Folge 93. Interessanter Podcast aus der Blogger-Szene, wer davon schon gehört hat, der kann da auch mal reinschalten. Ja, da sind mir in letzter Zeit so viele dubiose Clowns dabei, das ist... kann ich momentan nicht empfehlen. Aber wenn du das tun möchtest, kannst du das gerne tun. Dann nee. Erzähl doch mal unseren Hörern und mir, warum man die letzte Folge hören sollte, oder gibt es da keine Gründe? Hast du die nicht gehört? Nein. Du hast die letzte Folge 93 noch nicht gehört? Nein. Also René, du hast ja früher immer gehört. Also die letzte war wahrscheinlich die hervorragendste von allen. Es geht um Pornofilme, Stefan Kiesling-Videos und interessante Podcasts aus der Blogger-Szene. Mindestens 2 von den 3 Dingen würden mich jetzt nicht so sehr interessieren. Alleine wegen dem Stefan Kiesling-Lied. Ich weiß nicht, ob der das eine oder andere hat. Das ist eins von den Dingern, ja. Hast du das Lied, hast du das Video? Aber ich habe es euch doch geschickt. Ja. Stefan Kiesling, für uns die Nummer 11, du bist unsere Nummer 1. Stefan Kiesling, geil. Und darüber haben wir uns ein bisschen ausgelassen. Also ein bunter Strauß Themen in der letzten Folge, die sehr, sehr gut ankamen. Dann empfehle ich sie jetzt trotzdem. Du hast mich jetzt gezwungen. Ich habe mich zu gar nichts gezwungen. In den Stuttgarter Nachrichten haben die tatsächlich geschrieben, interessant der Podcast aus der Blogger-Szene, da haben wir dann auch in der Sendung angemerkt, er kann diese Sendung nicht gehört haben und hat sie einfach blind empfohlen. Also ja, unter anderem darüber amüsieren wir uns auch. Grüße an die anderen. Gut, dann Und den Ringfuchs-Podcast empfehle ich. Der Marvin ist
scheut keine Mühen gerade und hat selbst am Strand in der Bretagne die neueste Folge geschnitten. Ja, das ist glaube ich, der zweite Teil über World Championship Wrestling, ja. Was sehr, sehr interessant ist, weil die Geschichte dieser Organisation ist sehr, ja, wild, will ich sagen. Und trifft eigentlich bei der Beschreibung auch meinen Nerv, was der, ich glaube, Jesper heißt er und der Marvin da so von sich geben. Weil ich mit vielen WCW-Fans auch aufgewachsen bin und immer so ein bisschen im Clinch mit denen lag. Ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte, weil auch viel, viel Geld in eine Organisation gepumpt wurde, die dann am Ende ein bisschen überdreht hat. Also ja. Wer sich auch nur annähernd für Wrestling interessiert, hört bitte in den Ringfuchs-Podcast die letzten beiden Folgen auf jeden Fall. Genau, ich packe die beiden Links zu den jeweils letzten Folgen der beiden Podcasts in die Shownotes. Die Folgen davor solltet ihr ja schaffen, selbst zu finden. Ne? Seid schon groß. Genau, was ihr auch findet, und da möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für all die, die uns unterstützt haben, ist ein Link, wie ihr rauskriegt, wie ihr uns hier unterstützen könnt. Haben wir da einige ein bisschen Geld in den Ring geworfen, allerdings auch für viel wichtiger uns weiterempfohlen, uns Feedback gegeben zu den Folgen, beteiligen sich hier regelmäßig im Chat, und das ist, finde ich, extrem hoch anzurechnen, dass ihr uns regelmäßig hört, dass ihr uns regelmäßig Feedback gebt und hier mitmacht. Dafür ein ganz, ganz großes Dankeschön. Das ist das, was dieses hier im Vergleich zu vielem anderen sehr angenehm macht. Das war das Wort, wo ich gerade nicht viel. Und ich glaube, dann sind wir auch schon wieder durch für die Woche. Man merkt, dass Marvin nicht da ist. Die Folgen werden irgendwie kürzer. Das kann aber vielleicht auch daran liegen, dass wir einen Großteil des Wolfsburgs-Teils eben in diesem am Angang angesprochenen Video schon abgehandelt haben. Von daher auch da packe ich den Link nochmal in die Shownotes. Wer das noch nicht geschaut hat, kann sich das da anschauen. Und generell gilt ja einfach unseren Social-Media-Aktivitäten folgen. Da kriegt ihr mit, wenn wir solche außergewöhnlichen Dinge zwischendrin mal machen. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir durch für diese Woche. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch da draußen eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende, und wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise. Es kann allerdings sein, dass wir den Tag wieder ändern müssen, das erfahrt ihr dann aber, wie eben angesprochen, auf unseren Social Media. Bis dahin, macht's gut.